Hi und herzlich willkommen zu den Goal News. Wir starten direkt rein und das sind unsere Themen heute. Der BVB hat einen Haller-Ersatz gefunden. Sané ist bei den Bayern doch nicht unverkäuflich. Lewandowski richtet sich an die Bayern-Fans. Und Manu will Rabiot. Die Suche nach einem Stürmer ist bei Borussia Dortmund beendet. Ja, Anthony Modest kommt vom 1. FC Köln und wird den an Hodenkrebs erkrankten Sebastien Haller ersetzen. Das gab der BVB am Montag bekannt. Modest erhält einen Einjahresvertrag bis 2023. Mit Modest bekommen die Dortmunder laut Sportdirektor Sebastian Kehl einen gestandenen Profi, der die Bundesliga bestens kennt, der in der vergangenen Saison 20 Tore erzielt hat und der mit seinem Profil ganz genau jene Rolle einnehmen kann, die sich unser Trainer vorstellt. Na, das passt doch wie die Faust aufs Auge, oder was meint ihr? Aber damit nicht genug, denn wie der Guardian berichtet, kann sich auch Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea einen Wechsel zum BVB vorstellen. Ja, laut der Quelle sind die Dortmunder an dem 21-jährigen Flügelspieler interessiert. Hudson-Odoi stand zuletzt nicht einmal mehr im Kader der Blues und drängt daher auf seinen Abschied. Allerdings steht er bei Chelsea noch bis 2024 unter Vertrag. Ein Kauf ist also wegen der hohen Ablösesumme eher unwahrscheinlich. Eine Leihe ist aber durchaus denkbar und laut dem Guardian stand der BVB schon im vergangenen Sommer vor einer Ausleihe von Hudson-Odoi. Ob es diesmal klappt? Robert Lewandowski bittet die Bayern-Fans um Entschuldigung. Ja, nachdem sein Abschied von den Bayern ja alles andere als geräuschlos verlaufen ist, zeigte der Stürmer im Interview mit Sport1 nun Reue. Levi sagt, Achtung, jetzt folgt ein längeres Zitat, ich weiß, dass das vielen Fans wehgetan hat. Ich kann sie verstehen und mich dafür jetzt nur entschuldigen. Für mich war es in diesem Moment wichtig und notwendig, klarzumachen, dass ich bereit für eine Veränderung bin. Am Ende sind wir alle nur Menschen, oder? Nach 12 Jahren Deutschland stand für mich fest, ich bin hier fertig. Ja, und wenn ihr Bayern-Fans seid, was sagt ihr? Nehmt ihr Levis Entschuldigung an? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Manchester United will Frenkie de Jong. Ja, das wissen wir mittlerweile alle. Sie haben ihn aber noch nicht verpflichten können. Und deshalb sind die nun an Adrien Rabiot von Juventus Turin als Alternative interessiert. Laut unseren Goal-Infos haben sich die beiden Vereine auch schon auf eine Ablösesumme geeinigt. Die soll bei rund 18 Millionen Euro liegen. Die Einigung zwischen dem Spieler und Manu steht allerdings noch aus. Zum Schluss gehen wir zum FC Bayern, denn Leroy Sané soll dort angeblich doch nicht unverkäuflich sein. Ja, das berichtet zumindest Sky. Demnach sollen die Bayern bei einer Summe von 60 bis 70 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Das ist dann doch ein bisschen kurios, denn erst am Wochenende hat Sportvorstand Hasan Salihamidzic genau bei Sky 90 Gerüchte der englischen Zeitung Mirror dementiert, nach denen Leroy Sané schon mit Manchester United und auch Arsenal in Verbindung gebracht wurde. Laut Sky könnte das alles also ein großer Bluff gewesen sein. Das war's für heute mit den Goal News. Was meint ihr? Wie viele Tore schießt Modest für den BVB? Verlässt Sané noch die Bayern? Und verzeiht ihr Levi nach seiner Entschuldigung? Schreibt uns das alles gerne in die Kommentare. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.